Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin mit einem leichteren Dump heute in den äh, Mittwoch. Mittwochmorgen oder in den Mittwoch reingestartet. Nichts wirklich überdramatisches. Wir haben immer noch dickes Support. Darauf bin ich später oder vorhin schon mal ein bisschen in der Telegram-Gruppe drauf eingegangen. Also noch ist kein Grund zur Panik. Weiterhin die Long-Position offen. Ob wir uns sogar neu positionieren können, das werden wir uns im heutigen Video anschauen. Außerdem mal ganz kurzer Blick auf äh, den Gary Gensler. Ja, was heißt Skandal, aber gestern was da abgelaufen ist, sprechen wir auch mal ganz kurz drüber. Und eventuell ein neues Gold bei Setup. Auch das werden wir uns jetzt anschauen, doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und sonstigen Mist, den ich sonst so reinposte, kommt da gerne rein, Link ist unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, direkt rein in die Analyse, momentan haben wir ungefähr 29.200 US-Dollar, Krasser Abverkauf vorhin oder relativ flotter Abverkauf, muss man ehrlicherweise dazu sagen, lag aber daran, es wurden 16.000 BTC und ich will jetzt nicht lügen, 150.000 Ethereum bei Binance verkauft. Das hat natürlich für deutlich, deutlich Abschwung erst einmal gesorgt. Trotzdem überdramatisieren dürfte man das jetzt erst einmal auch nicht. Wir haben hier noch diesen, sag ich mal, diagonalen Support hier weiterhin vorfinden. Wir haben weiterhin das Golden Pocket, worüber wir gestern schon mal drüber gesprochen haben, was leider nicht gehittet wurde, deswegen keine Position ausgelöst wurde, deswegen die Position auch wieder geschlossen beziehungsweise rausgelöscht wurde. Und dann muss ich mir noch einen kleinen Fehler selber eingestehen, den äh, ich gestern leider nicht gesehen habe. Und zwar dafür will ich euch jetzt mal ganz kurz das flip Level zeigen. Und zwar von unserem Top, was wir hier oben kurzzeitig gebildet haben, bis zu unserem, sage ich jetzt mal, Low, was wir da gestern gebildet haben. War hier oben das Golden Pocket, da hätte man easy einen Stop-Loss übers 0786er legen können. Hatte es leider nicht im Blick, weil ich dieses kleine Golden Pocket, wo eben der Short-Entry gewesen wäre, mir das aber ein bisschen zu impulsiv war, gelegt habe. Deswegen riesen großes Sorry von meiner Seite, habe ich leider nicht auf dem Schirm gehabt. Dann kam eben der Abverkauf und unsere Long-Position läuft weiterhin. So, wie geht es jetzt weiter? Wir haben natürlich hier diesen schnellen Abverkauf gesehen. Natürlich bilden sich dadurch immer wieder Ineffizienzen und Voids in diesem Bereich. Das heißt, hier oben liegen wahrscheinlich eine Menge Short-Stop-Losses. Einerseits hier in dem Bereich der 30.100 bzw. 30.000 US-Dollar. Und das zweite wird dann irgendwo, warte, dafür muss ich das jetzt mal ganz kurz verschieben. Und das zweite Short-Cluster dann hier in diesem Bereich bei den 30.300 US-Dollar. Also im Endeffekt genau da, wo der Dump angefangen hat. Das werden jetzt auch so erstmal durch die Kurzfrist. Ziele sollten wir hier oben eine Rejection reinkriegen, das heißt hier die Ineffizienz schließen, ein bisschen Struggle kriegen, dann wäre das hier ein perfekter Short-Entry für uns. Um dann gegebenenfalls sogar noch mal eine Welle tiefer, also jetzt nicht so tief, aber zumindest mal in den Bereich der 28.400 bis sogar 28.000 US-Dollar zu bekommen. Ihr könnt euch daran erinnern, hier unten hat der Pump begonnen, das heißt, hier unten liegt eine Menge Liquidität. Auch hier diese Zone werden wir mal eben ganz kurz einzeichnen. Wir fangen die hier bei 28.4 an und gehen dann runter bis 28.162. So. Dann ziehen wir auch noch das Fib-Level dazu, um nochmal ein bisschen mehr Sicherheit zu haben. Da seht ihr auch, okay, Golden Pocket liegt genau bei der Ineffizienz, also genau der Weg, den ich jetzt erst einmal einschlagen würde. Das heißt, Short-Setup momentan nach jetzigem Stand 29.900 US-Dollar, lieber ein bisschen vorher, ihr wisst bevor hier wieder nichts abgeholt wird. Und ein Stop-Loss muss aber hier oben mindestens auf die 30.400 US-Dollar. Vom Risk-Verhältnis her, schauen wir uns das auch mal ganz kurz an, wäre das ungefähr 1,59%. Ist nichts meines Erachtens nach. Um dann gegebenenfalls, sag ich mal, wenn wir das als erste Welle bezeichnen, das als zweite dass wir dann hier unten irgendwo zwischen 28.500 und 28.000 US-Dollar erst einmal halt machen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist einfach momentan, finde ich zumindest, auch wenn wir jetzt hier ins Golden Pocket reingekommen sind, das Best-Case-Szenario. Wir haben hier noch ein Void, wir haben hier eine Menge Long-Orders. Ihr seht es hier unten vom Volumen her, da ist eine Menge Long-Liquidität reingekommen. Deswegen glaube ich, dass wir hier unten dann spätestens halt machen sollten, um dann gegebenenfalls wirklich die, äh, die 32.000 bis 35.000 US-Dollar anzulaufen. Also diesen momentan gehe ich immer noch davon aus, dass wir solche Kurse sehen können. Ich bin weiterhin erst einmal im Bull-Modus, noch nicht im Bull-Run-Modus, aber im Bull-Modus, ihr kennt mich. Und dann schauen wir erst nochmal weiter. Ich würde vorher irgendwo in dieser Zone, würde ich euch nicht raten, in irgendwelche Short-Positionen reinzugehen. Macht einfach keinen Sinn. Eher dann gegebenenfalls, dass wir hier sogar kurzfristig, und das zeichne ich euch jetzt auch nochmal ganz kurz ein. Das wäre jetzt nicht mein Primärszenario, aber so mein Zweites, dass wir uns diese Lows hier unten noch mal kurz abfischen bis auf 28.900 US-Dollar doppelt doppelter Boden bilden und dann hier oben den Short und dann Richtung 28.000 Maximum. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Plan für Bitcoin. Wir blicken auch nochmal ganz kurz auf Ethereum, auch hier und da habe ich vorhin schon in der Telegram-Gruppe announced, wo haben wir es denn? Ähm, hier, wir haben ja am Wochenende bei 2.111 US-Dollar, also bei dem vorläufigen Fast-Top, erst einmal äh, unseren Einsatz rausgenommen bei äh, Ethereum. Das heißt, hier laufen nur noch Profite. Hab jetzt aber eben, wo wir eben hier den Hit ins Golden Pocket hatten, knapp ein bisschen darüber, bin ich ehrlich, 1.970 1975 irgendwo in diesem Drehraum 25% wieder nachgekauft. Das heißt, wir hatten hier 5-6% ordentlich plus, wo wir jetzt 5-6% mehr Ethereum bekommen. Das ist schon mal ein gutes Ding. Aber auch hier gehe ich ganz ehrlich davon aus, wenn jetzt mal diese 5% hier weggehen würden, ganz kurz, dass wir uns auch hier noch die Ineffizienz eben nach oben hin fischen. Das heißt, hier das Ziel. Ungefähr bei 2064 und dann möglicherweise sogar nochmal ein Lackup runterbekommen bis in den Bereich der 1800. Bricht es dann, ganz ehrlich, dann müssen wir uns übergeordnet wirklich nochmal Gedanken machen, dass die Zielzone irgendwo zwischen 1400 und 1600 US-Dollar liegt. Aber wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen Spielerei, das ist ein bisschen zu früh, jetzt sich darüber Gedanken zu machen. Aber die nächsten, sage ich mal, Positionen, dadurch, dass wir jetzt noch 75% offen haben, würde ich sagen, dann hier unten in dem Bereich der 1800. Dann vielleicht nochmal 1600 und 1500. Also nur damit ihr schon mal so einen Maßstab habt, werde ich euch aber natürlich dann in der Telegram-Talk- und Signalgruppe auf dem Laufenden halten. Auch hier, wie gesagt, wäre jetzt erst einmal das Szenario, wenn wir uns jetzt hier mal das FIP-Level ganz kurz ziehen von unserem äh, Abverkaufslevel, wäre ungefähr der Entry bei 2052. Da müssen wir dann aber wieder ein bisschen genauer drauf gucken, weil ich ein bisschen Angst habe, dass wir dann hier übers Golden Pocket rüberschießen und sogar übers 0786er. Deswegen hier wird es relativ spontan Setup geben. Das BTC-Setup ist für mich momentan ganz ehrlich deutlich deutlich standhafter als hier wieder bei Ethereum reinzugehen. Gut. Dann habe ich euch ja noch ein kleines Gold Setup versprochen. Auch hier hatten wir einen deutlichen Abverkauf meine Long Position ist zu. Ich habe momentan zwei Zielzonen, das ist einerseits hier unten die 1965, das heißt vor dieser grünen Box und dann noch mal 1500, äh, 1948 1945, das werde ich dann aber noch in der Telegram Gruppe announcen und hier unten ist zumindest der Stop-Loss-Bereich bei 1900 US-Dollar grob erst einmal. Ich bin weiterhin bullish, was Gold anbelangt. Setup, wie gesagt, schon mal ein bisschen vorab, damit ihr schon mal ein bisschen so einen Plan habt, auf was ich raus will. Wir haben hier möglicherweise schon unsere erste Verkaufswelle. Dann die zweite Verkaufswelle auch hier. Und das ist möglicherweise schon die dritte. Eventuell, ich hoffe, dass wirklich noch die 1965 abgeholt werden, um dann, sage ich mal, hier den nächsten Leck-up Richtung Oldham High loszutreten. Gut, und dann habe ich euch ja auch noch versprochen. Wir reden noch ganz kurz über die Sache hier äh, mit Gary Gensler gestern ähm, die Anhörung gewesen, dem Vorsitzenden der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC. Es war, was ich so mitbekommen habe, ziemlich lächerlich. Er wurde drei oder viermal gefragt. Wie sieht's aus? Ist Ethereum ein Wertpapier? Er hat drei oder viermal nicht geantwortet, der Lauch. Und ja, was, was, was willst du dazu noch sagen? Also ganz ehrlich, ihr kennt die ganze XRP-Geschichte, ihr wisst, was ich davon halte. Ich finde es einen absoluten Schmarrn, was da vonstatten geht. Und dann, wenn du so eine Anhörung hast als äh, Vorsitzender der SEC, dann ist es wirklich schon traurig, was da abgeht. Aber für mich ist es eher so ein Ding: Biden gegen Krypto und nicht SEC gegen Krypto, sondern eher Biden ist eine Anti-Krypto-Kampagne und das ist meine Meinung dazu auch wenn es hier ein bisschen in die Verschwörungstheorien wieder reingeht Nee, Spaß ist keine Verschwörung ist einfach meine Meinung gut dann würde ich sagen war es das von meiner Seite wir hören uns heute Abend um 18 Uhr ja ihr habt richtig gehört heute Abend um 18 Uhr bereits zum Livestream morgen fällt er leider aus morgen bin ich dann erst einmal ein bisschen unterwegs werde ich mich aber natürlich auch von unterwegs ein bisschen melden und ja dann war es das von mir ich hoffe heute Abend noch ein paar dabei zu haben die Highlights findet ihr morgen wie immer auf dem zweitkanal bzw morgen und übermorgen wenn ich das rechtzeitig noch cutten kann im Zug und ja dann war es von meiner Seite ich würde sagen Like da lassen, Abo da lassen und gerne in die Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Das war's von mir. Wir hören uns dann morgen eventuell nicht, aber spätestens heute Abend wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.